Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr mit canva.com ein eigenes Thumbnail erstellen könnt. Viel Spaß mit dem Video. Dafür gebe ich bei Google canva.com ein. Und bei Canva muss man sich jetzt anmelden. Das kann man mit seinem Google-Konto machen, mit einer E-Mail-Adresse oder mit seinem Facebook-Konto. Jetzt bin ich bei canva.com angemeldet. Und jetzt gebe ich hier ins Suchfeld YouTube ein. Und dann muss man auf YouTube Miniaturansichten gehen, darunter sind die Thumbnails. Bei den Thumbnails gibt es etwas zu beachten. Die Thumbnails, die eine Krone haben, die sind kostenpflichtig, dafür muss man Geld bezahlen. Die Thumbnails ohne Krone, die sind kostenlos. Und hier kann man sein Thumbnail dann bearbeiten. Diese Bilder, die hier schon drin sind, die kann man löschen. Und dann kann man seine eigenen Bilder einfügen. Man kann ein Bild hochladen. Man kann einen Text mit einfügen. Und Elemente mit einfügen in das Thumbnail. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Für die Zuschauer, die neu auf meinem Kanal sind. Wenn euch meine Videos gefallen, dann klickt auf Abonnieren und auf die Glocke, um in Zukunft keine Videos mehr zu verpassen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.